Na, ihr hobbylosen WoW-Spieler? Nein, ich bin der hobbylose WoW-Spieler. Ihr seid nur die Zugucker. Hallo, willkommen zurück zu WoW. Mensch, Mensch. Ja. Zelda ist ja jetzt vorbei. Part 100 ist hochgeladen. Genau bei Part 100 ist Zelda vorbei. Wie geil ist das denn, oder? Hallo? Mach das mal nach. Du gehst da lang. Du bist scheiße. Also genau bei Part 100 ist Zelda vorbei. Ich habe auch schon alles aktualisiert. Mach mal die Spinne da kaputt. Genau. Habe auch schon alles aktualisiert an der Kanalseite, wie die Projekte, den Uploadplan, der ab jetzt gelten wird, auf jeden Fall. Weil darum. Einfach, wenn ihr wissen wollt, was wann kommt, jetzt einfach auf den Uploadplan auf dem Kanal schauen, dann wisst ihr, wann was kommt. Mensch, Mensch, wer hätte das gedacht? Das ist ja echt Technik bei mir, du. Nee, aber ich habe auch schon alles aktualisiert am Playlist. Sims 3 und Dead Space 2. Sims 2 kommt ja nach Zelda und Dead Space 2 mache ich auch schon, bevor Lost Planet vorbei ist. Weil Lost Planet ich ja schon alle Parts habe und hier am Tag nur noch nebenbei hochlade. Dachte ich mir, mache ich Dead Space einfach schon mal mit, ne? Und wann Dead Space kommt, könnt ihr auch auf dem Kanal sehen, ja? Ja, ich meine, WoW-Gucker wissen schon immer alles, bevor alle anderen irgendwas wissen. Ja, los da, geht da mal hin, du Scheißspinne. Ich muss dir da irgendwie immer alle hinlocken mit diesem vom Pferd. Muss die Angst machen, so. Und dann laufen die in die Richtung, wo ich hingucke. Und werden dann getötet von den Wachen. Sollten, zumindest. Ich habe den Kill nicht bekommen, wie dumm ist das denn? Naja, ich bin gespannt, wie Dings wird. Dead Space 2. Und Sims 2, wie Sims 3 auch wird. Da ich auch schon übrigens alles fertig, an Nebencharaktere und so, hab ja auch schon die Familie erstellt. Wird ja heute auch, glaube ich, der erste Part schon kommen. Oder ist schon, ja, so, sollte kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den heute schon hochlade, deswegen. Heute ist übrigens Samstag, falls jemand fragt. Was wollte ich jetzt dazu sagen? Ja, was für eine Familie ich nicht habe, sage ich nicht, aber ich habe halt viele Nebencharaktere gemacht. Und die Standardcharaktere alle raus. Es wohnen da so Leute wie Hannibal, Gronk, Zombie, Hero Boyne. Was waren das noch? Familie Kloppy. Mit einer Frau, die immer einen Fahrradhelm trägt und Bläh heißt und ein bisschen kindisch ist und Kindermusik hört gerne und ein bisschen wahnsinnig ist. Dazu ein böser Opa und eine dicke Frau, aber mit einer männlichen Stimme, also eher so eine Transe, die als Sohn so einen richtigen RTL-Nerd hat. Ja? Also der Sohn ist so ein richtiger RTL-Nerd. So. Dann noch eine Nudel gemacht, dann habe ich noch einen Isaac Clark gemacht als Nebencharaktere. Wieder alle rumrennen so. Ja, ja. Schon schön. Alle Standardcharaktere sind nämlich draußen. Meine Familie ist eh cool. Da habe ich mir was Tolles ausgedacht. Seht ihr dann im LP. Aha, ich spoilere euch da nicht, was für eine Familie ich hier mache. Ah, das wollen wir ja nicht. Jetzt habe ich so viel gelabert, jetzt habe ich überhaupt nicht über die Quest geredet. Was ich überhaupt hier machen musste, ey. Ich musste die Spinnen dahin treiben, damit die Wachen die Spinnen töten. Und jetzt die ganze Gnolle hier müsst ihr noch umbringen. Und das Holz sammeln, das die Gnolle hier auch haben. So sieht's aus. Das ist der Plan. Naja. Let's Play 2. Ihr wollt mich doch eigentlich leiden sehen, oder? Ich weiß ganz genau, es wird mindestens... Ich werde mich oft erschrecken, wovon sicher fünfmal ein Herzinfarkt ist oder so. Oder ich zusammenzucke. Wenn ich ein Psychospiel spielen will, dann spiele ich Silent Hill, oder? Also das soll echt heftig sein. Silent Hill, also das soll echt, boah. Das soll ein böses Spiel sein für den. Ich meine, ich habe Amnesia schon durch. Ja, ich habe schon durchgespielt Amnesia nebenbei. Für mich privat. Und ja. Nachdem ich aber natürlich, man wusste schon, wo alles ist, man hat die LPs tausendmal gesehen. Dann wusste ich auch, was ich tun muss und bin dann da so durch Amnesia durchgelaufen und hatte keinen Schiss mehr oder sonst irgendwas. Naja, mit der Zeit ist das, hat man auch keine Angst mehr in Amnesia.
Ist halt so. Obwohl es gibt noch einige Stellen, wo man sich manchmal so erschrocken hat. Machen die immer als Geräusch. Eure Geräusche machen mich Angst. So, noch Rotkieferstab. Die bekomme ich von denen da hinten. Kopflosen wir den mal, damit wir den in Ruhe umbringen können. Und den Stab looten. Das Holz nebenbei. Und dann verschwinden wir. Ach ja, ist Schocke nicht lollig. Nochmal, blöppetippete. Diesmal läuft irgendwie alles ziemlich gut hier, oder? Beim Questen, ohne Probleme. Ich meine, ich bin nicht gestorben, ich habe keine Meute an mir, ich töte einen nach dem anderen, alles läuft prima. Ich kann mich nicht beklagen diesmal. La 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 la. Nur noch Rotkamm, nur noch was? Rotkieferstab. Noch brauche ich drinne rein. Da ist einer, der einen droppen kann. So. Ja, hier ist ja ein schaler roter Typ. Oh, das ist ein Rahmob. Ist sie ganz allein unter den Gnollen. Oh, du musst sterben. Aber das wird zurückkehren und ich werde auf sie warten. Ja, ja. Verreck einfach. Und da ist der Rahmob auch schon tot. Ja, ja. Das gab wieder schön EP. Haha. Noch irgendwas hier? Nö. Dann reite ich schon mal Richtung zurück und töte unterwegs noch die restlichen zwei Magier, sage ich mal, der Gnolle, um die Stäbe zu bekommen. Wenn ich einen sehe, da hinten ist einer. Oh, Königs. Hier ist überall Königsblut. Ja, damit werde ich zugeschissen. Wie viel Gold habe ich eigentlich mittlerweile? Immer noch 400. Ja, ich mache ja auch nichts, ne? Verkaufe ja nichts mehr. Ich bin ja auch nur hier unterwegs, ey. Ich bin am Arsch der Welt. So, ich bräuchte noch einen Stab, den ich da vorne bei dem bekomme. Und dann kann ich auch schon zurückreiten und habe alle drei Quests erledigt. Ha! Jetzt muss nur der Gnoll sterben. Super. Und da haben wir alles. Bitte. Ja, ja. Schon 222 Skill Kräuterkunde. Wie gesagt, 300 ist schon für die Scherbenwelt. Und da komme ich jetzt mit Level 60 hin. Also gehe ich erst mit Level 60 hin. Ich mache bis Level 60, habe ich schon oft genug erzählt, in der Classic-Welt hier. Heftig. Ja. Und sogar alles ohne accountgebundenes Zeug, Freund anwerben oder sonst was. Siehst du, es geht doch alles. Ich habe Gold, ich habe alles. Ich habe keinen Char auf dem Server außer den hier. Ja. Ich brauche keine Mains, um hier zu überleben. Ich meine, ich habe auch genug Erfahrung. Aber egal. Was brauchen wir denn? Wir nehmen natürlich gar nichts hiervon, weil alles scheiße ist. Aber den Schreitkorn verkaufen wir. So. Da hast du dein Holz. Da hast du das Gnoll-Scheißzeug. Gibt am meisten. So, jetzt noch du. Was möchtest du? Oh, meldet euch im westlichen Pässe dabei bei Hochlord Tyrion vordringen. Heftig. Falls wer fragt, wer ist Hochlord Tyrion vordringen, dann kriege ich eine. Der kriegt eine gescheuert. Nein. das ist der berühmteste Paladin in der WoW-Lore fast eigentlich. Neben anderen Paladin. Wie Uther. Tyrion Fordwing ist der Besitzer von Ashbringer. Das ist eine heilige Klinge, die damals verdorben wurde durch den Bösen. Wie hieß der Typ nochmal? Ah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Einer der vier Reiter aus dem Naxxramas Instanz. Sein Vater gehörte damals die Klinge Ashbringer, aber er hat seinen Vater hintergangen und wurde dann böse zu einem Todesritter dadurch. Und damit hat er dann auch die Klinge verdorben. Aber ich habe vergessen, wie der Typ jetzt hieß. Egal. Und die hat dann halt bei einem Event damals Tyrion von denen bekommen, weil die da beim gegen Arthas standen und Arthas halt die Todesritter alles verraten hatte. Und ja, so ist das dann gelaufen.
Der hat auch die Armee angeführt gegen den Lich King in dem Nordend. Und das ist die heilige Klinge Ashbring. Die gab es früher zu 60er Zeiten auch zu bekommen in der Naxxramas Instanz, aber die war so selten. Vielleicht nicht mal 1% Drop-Chance, ja. Es gab auf dem Server vielleicht 1-2 Personen, die den hatten. Mit Glück. Also diese Klinge zu bekommen damals ist heftig. Und wer die jetzt heute noch hat, der hat eine Klinge, die es nie wieder gibt. Denn die Instanz gibt es ja nicht mehr für 60er Zeiten. Der hat echt Luck. Naja, egal. Genug Geschichtsstunde. Wir sehen uns im nächsten Part wieder hier vorne, also in dieser Burg. Wieder. Braucht ihr etwas für die Allianz? Und erledigen die Quest für die komischen Hainos hier. Wie zum Beispiel die Plünderer töten oder einfach nur Lehrlinge töten. Also besiegen, nicht töten. So, tschüss.